So, hallo an alle, zur nächsten Let's Play-Folge, immer noch zu zweit. Hallo. Hallo. Wir wollten nochmal ein paar Sachen ansprechen, und zwar unter anderem den Harlem Shake. Geht ja ab wie sonst was. Jeder lädt ein Video dazu hoch. Ich habe auch schon überlegt, eins hochzuladen dazu oder irgendwas zu machen, Minecraft-mäßig, servertechnisch, aber ist ein bisschen blöd, weil wegen der Musik, das ist immer so eine Frage wegen Lizenzen. Ich meine, das macht zwar gerade jeder, aber ich bin da eher jemand, der eher so ein bisschen zurückschreckt und so, naja, ich weiß nicht, ob ich das darf. Lizenztechnisch ist da mal ein bisschen grenzfällig, die ganze Geschichte. Deshalb habe ich es bis jetzt noch nicht gemacht. Jo. Warte mal kurz, baue mich nochmal kurz hier runter. Harlem Shake, was sagst du dazu? Findest du das lustig oder unlustig? Irgendwie ist es wahrscheinlich bei mir wieder so wie bei Gangnam Style. Irgendwie die ersten Videos, die ich gesehen habe, waren irgendwie doof und ich habe es gar nicht gemocht. Dann kam ein Video von einem anderen YouTuber, das fand ich dann wieder witzig und so, aber das wird dann irgendwann gesperrt und dann hat das immer neu hochgeladen. Kannst du euch sagen, dass das PewDiePie war, den kennt ihr jeder. Und das war von PewDie. Was, wie? Das war von PewDie. Ach so, ja, du hast dich gerade irgendwie so angehört, als würdest du irgendwie ein Roboter sein. Ja, das war von PewDiePie und der da erst einen Balken, also das Video, was jetzt oben ist, hat er dann einen Balken gemacht und das vorher war halt kein Balken. Dann wurde das Video halt von YouTube entfernt, weil das halt unangebracht war. Und dann ist man noch neu hochgeladen und ich fand das eigentlich ganz witzig. Und dann welche Maße war das eigentlich unangebracht? Die Begeisterung, ich hab das nämlich gar nicht gesehen. Was war da zu sehen vorher ohne den Balken? Das war sein Unterleib in einer Frauenunterhose oder Unterhöschen. Und da hat man halt schon also es war sehr eng. Okay. Warum macht der das? Keine Ahnung. Ja. Ja, okay. Anderes Thema. Und dann, aber irgendwie denke ich, ist es irgendwie ein Behinderer. Ich weiß, ich verstehe es nicht, warum das so gehalten wird. Das ist einfach nur ein Lied und ein Tanz dazu, sage ich jetzt mal, wenn es ein Tanz ist. Und ich habe keine Ahnung. Ich finde es eigentlich amüsant, aber ich bräuchte es jetzt irgendwie nicht nötig. Also ich glaube, wenn irgendwie nicht so viele andere dem Beachtung geschenkt hätten, hätte ich dem, auch keine Beachtung geschenkt. Weiß ja nicht. Also irgendwie geht das jetzt richtig rund durch die Gegend. Das ist das nächste Gangnam Style. Captain Sparkles hat als Parodie ja Folgendes gemacht. Er hat ja Harlem Shake gestartet und dann ist hier unser Psy angekommen, hat ihm eine Schallplatte in die Fresse gedonnert, der da gerade so rumgetanzt ist und wieder abgehoppelt. Also, einfach eine Kiste brauche ich. Das war, ja. Irgendwie schenkt ihm jetzt jeder Beachtung. Aber na gut, ist halt wieder ein Trend, der aufsteigt. Keine Ahnung, wahrscheinlich müssen wir als nächstes irgendeine komische Musik nehmen und dann irgendeinen Typen unten epileptisch rumzappeln lassen und schon wird es endlich so halb Partey und so. Partey. Ja, kann ja alles sein. Naja. Okay, gut. Also Harlem Shake, ich weiß nicht. Letzter Zeit, man weiß ja eigentlich schon fast ein, was einen erwartet, aber gleichzeitig darum wird es auch schon wieder interessant, dass man sich angucken möchte, wie derjenige das umgesetzt hat dann. Also siehst du, okay, die Kulisse. Was passiert gleich? Man kann schon fast ahnen, aber ja, so eine Art dann eher. Zack. Okay. Ich komme drüber, ohne runterzufallen. Okay, das passt so. Als nächstes war noch die Frage von Fox Secrets. Und zwar, wie sieht's denn aus? Fast jeder Jugendliche hat heutzutage ein vernünftiges Handy und kann fast ohne sein Handy nicht mehr auskommen. Wie ist das bei euch? Also bei mir ist ja eher so, ich habe meinen PC, ich brauche nicht allzu viele Handy. Unterwegs auch nicht wirklich. Ich habe mein iPod, das reicht, damit ich in der Uni ins WLAN kann. Da kann ich auch surfen, alles mögliche mit. Und mehr, ja. Für was braucht man eigentlich jetzt im Sinne von Smartphone? Was macht ihr so damit, außer surfen? Nur surfen? Außer surfen? Oder ja, was zu surfen? Telefonieren zum Beispiel? Oder für was willst du das brauchen, zum Beispiel? Also ich brauche mein Handy hauptsächlich, um eigentlich SMS schreiben und anrufen. Ja und gut, das würde ja dann im Fall unter Kommunikation fallen, also anrufen wie WhatsApp oder sonst was, aber das, weiß nicht, hast du ein WhatsApp-fähiges Handy? Ich benutze zwei Handys im Wechsel, also manchmal eins, das kann WhatsApp und Internet und so Zeug und YouTube, Facebook, keine Ahnung, und eins, das kann das halt nicht. Aber das, okay. Da hält der Akku halt ewig lang. Also im Prinzip, okay, hast du Doppelhandy sozusagen, okay. Ich habe noch so eine alte Gurke hier. Sony Ericsson W810i, das ist so alt, das habe ich schon seit 5 Jahren, ich wollte nicht mal ein neues holen.
Ich rätsel immer noch, iPhone 5 oder Samsung Galaxy XS3? Was meint ihr? Das ist jetzt die Frage. Welches Handy würdet ihr besser finden? Könnt ihr... Soll ich das echt bringen? Abstimmen, Daumen hoch, Daumen runter? Ich glaube, dann wird es das Video mit den meisten Dislikes werden, weil die Meinungen sowas von weit auseinander gehen. Okay, doch, macht's mal. Für iPhone 5, Daumen nach oben. Für Samsung Galaxy S3, Daumen nach unten. Unter diesem Video. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, wie es ausgeht. Gibt's tatsächlich so viele Apple-Hasser? Gibt's tatsächlich so viele, die Apple vielleicht besser oder Apple-Produkte besser finden als Android? Wer weiß? Ich weiß nicht, wie es ausgehen wird, aber es wird böse ausgehen. Es ist halt nur die Sache, weil eines ist halt teurer als das andere, sage ich jetzt mal, verhältnismäßig viel teuer. Also ich glaube nicht, dass Apple-Produkte qualitativ schlecht sind zum Beispiel. Mit meinem iPod zum Beispiel bin ich auch zufrieden. Ja. Ja, apropos Apple, ich war ja vorhin in der Schule, ist ja klar, und da hat mir eine Freundin was erzählt, dass die Wer wird Millionär am Wochenende oder irgendwann angeguckt hat. Und da war anscheinend eine Frau, die halt da so gerade gefragt wurde. Und der fragt ja immer vorher so die Menschen, ja, was würden sie mit dem Geld tun? Mhm. Da hat die Frau gesagt, ich würde meiner Schwester ein iPhone kaufen. Und er meinte so, iPhone 4 oder 5? Und die Frau so, nee, eins reicht. Ja. Ich musste so lachen. Selbst keine Ahnung, worum es geht, aber auch, ja, mach mal. 4 oder 5 für eins reicht. Also man muss sich schon ein bisschen umschauen. Ich finde es ja interessant, es ist doch eigentlich schon offensichtlich, dass das Versionsnummern sind und nicht die Anzahl der Produkte. Eben. Vor allem, wie man spricht, iPhone 4, das ist genauso, wenn ich dich frage, keine Ahnung, willst du jetzt in den Supermarkt gehen, bring mir mal ein Brot 4 mit. Oder eine Wurst 5. Wie jetzt, eine Wurst 5? Ja, ist doch so. Ist doch klar, das ist eine Versionsnummer, ist genau Wurst 5.0, jetzt im Handel. Na klar. Das sind dann schon verschiedene Sorten von Fleisch drin, also so Pferd und so. Ja, genau, Pferd ist mit drin, alles mit drin. My Little Pony, hahaha. So was, das war jetzt ein Schenkelklopfer schon fast wert. Irgendwas anderes, ach, gibt's jetzt hier massig Witze mittlerweile, die auf Facebook rumgeiern, nur von Pferdegeschichten, ich weiß nicht. Kannst du nebenbei, oder willst du nebenbei mal auf Facebook gucken, ob du irgendwas zu Pferdedingensen findest? Ich kann mal suchen, aber so viele Seiten habe ich gar nicht geliked. Ich schau mal. Irgendwas Interessantes gibt es da doch bestimmt in Bezug zum Thema Pferdeskandal. Was ich mir noch erinnern kann, so eine Verpackung My Little Pony. Und vorne so ein, von My Little Pony so ein Abdruck von einem, keine Ahnung, so ein Pferd von da. Ich kenne mich da jetzt nicht so nicht gut aus. Und ja, eben schon, anstatt Little Lidl. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie gehört, dass es irgendwie so die Zielgruppe verfehlt hat, dieses My Little Pony, oder? Das gucken sich irgendwie ältere Leute an. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich habe mir nie angeschaut. Ich habe mal so aus Scheiß eine Folge reingeguckt, weil ich gehört habe, dass das wohl auch ältere Leute schauen, dass das Zielgruppe voll verfehlt hat, dass sie sich so, keine Ahnung, wie Bronies oder so nennen. Keine Ahnung, weiß nicht. Und ich habe mir eine Folge angeguckt, ich habe die Folge aber nicht ausgehalten komplett. Ich musste vorher abschalten. Sorry, war so. Das hätte ich böse gemeint oder so, aber ich musste irgendwie vorher abschalten. Ich habe es nicht ganz geschaut. Dafür schaue ich The Walking Dead, falls euch das entschädigt. The Walking Dead. Ich will meinen Bruder mit mir angucken. Aber ich will nicht. Ist gruselig. Ich habe voll Angst vor Zombies. Hallo, das sind Zombies. Die können dein Gehirn essen. Also, die können keine alles Ahnung. Von dir essen. Ich glaube, die Zombies aus The Walking Dead interessieren sich weniger für dein Gehirn, als einfach alles an Fleisch von dir. Ja, eben. Die essen ja dann halt alles. Das meine ich nicht. Ja, sieht man da meistens auch mal im Film, wie so ein Menschenstück aus der Haut rausgebissen wird und sowas. Ah, uff. Ist richtig. Blöd. Und einmal ist so ein Zombie zerrissen worden, dass die Gedärme rausgeflogen sind in so einem Brunnen. Ah, Alter, jetzt hör mal auf. Ich gehe noch ins Bett, Mann. Was denn? Wenn, dann muss man es gleich übertreiben. Ja, so. Reicht. Das reicht jetzt. Okay. Ich sag nichts mehr. Zombies. Gibt's auch in Minecraft, ja? Ja, die sind ja okay. Die sehen aus, als würden die mich umarmen wollen. Das ist ja noch okay. Liebe Zombies. Ein Zombie, der so auf dich zuläuft mit so einem Herz in der Hand. Ein Herz für Zombies. Oh, das ist ja süß. Ein Herz für Zombies. Oh, ich sehe gerade ein Bild, wo so Hundebabys auf so einer Schienengleise sitzen. Auf einer
es ist ein bisschen gefährlich, wenn so ein bisschen die auf dem Zuggleis sitzen. Ja. Und das sind so viele, wir wollen die alle, die so schnell wegbringen. Okay. Also, okay, dich kann man zum Ausrasten bringen, wenn man die nur ein paar Runde zeigt. Muss ich gleich schon mal ausrasten. What the fuck? Hunde. Du bist gerade so voll wichtig im Gespräch, bist gerade so am Lernen für irgendeine Mathe oder sonst irgendwas, ne? Nachhilfestunde und draußen auf dem Fenster läuft ein Hund vorbei. Och, wie süß! Und rennst erstmal hinterher. Sitzt im Klassenzimmer, draußen läuft ein Hund vorbei. Och, wie süß! Reißt die Tür auf und rennst raus. Alle gucken mich an. Bestimmt so endet's noch. Ja, so endet's. Ich habe ein Bild gefunden mit so einem Pferdefleischding. Und zwar ist da so. Man sieht so ein Hürdending, wie so Pferde halt immer so drüber springen. Aber anstatt ein Pferd ist da halt so eine Lasagne, wo jemand drauf sitzt. Toll. Ja, okay, das ist jetzt das Thema für die nächsten Wochen noch. Kann ich dir garantieren. Aber, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich vor kurzem, das war noch lang bevor ich überhaupt wusste, dass da irgendwas so Pferdefleisch war, muss ich mich verteidigen. Da habe ich eine Lasagne gegessen, eine Ofenlasagne. Aber ich finde daran nichts schlimm. Ich habe nichts irgendwie geschmeckt, was anders sein sollte. Das ist ja gut, das ist halt Mischmasch, ne? Und so. Ja, ich denke auch, so viel ist da gar nicht drin. Vielleicht 1% oder 2 oder 3. Worum ging es eigentlich darum? War das der Unterschied, dass einfach falsch deklariert wurde, was eigentlich drin ist? Oder weil Pferdefleisch ungesünder ist? Oder weil das Pferdefleisch, was drin ist, mit chemischen Mitteln irgendwie, keine Ahnung, gezüchtet wurde oder was auch immer? Wo war jetzt eigentlich der große Kritikpunkt? Einfach nur, dass falsch ausgeschildert wurde oder dass da auch ein erhebliches Gesundheitsrisiko dabei war? Weil das habe ich noch nicht so mitgekriegt. Ich habe nur gehört, dass es so verwerflich ist, dass es so ist oder dass da was mit drin ist. Also, muss kurz sagen, der Freund von meiner Mutter hat mir ja vorhin gesagt, dass Pferdefleisch sogar gesünder ist als normales Fleisch. Weiß nicht, ob es stimmt, ja, aber was okay, doch genau sein, ist, aber das weiß ich auch nicht. Ich meine, wenn auf der Packung draufsteht Rindfleisch, dann willst du aber auch nur Rindfleisch drin haben und nichts anderes. Wenn, dann sollen sie gleich Rind und Pferdefleisch mit draufschreiben auf die Verpackung. Ist voll cool, gehst auf so von Supermarkt, jetzt steht da so extra oben so ein Zettelchen mit drauf, also so ein Aufkleber mit viel, extra viel Pferd oder sowas. Das wäre natürlich dann heftig. Jo. Mir hat mal ein Pferd ins Bein gebissen. Die hat ein Pferd ins Bein gebissen? Ja, auf dem Jahrmarkt. Okay, lieber ins Bein gebissen als aufs Bein geschissen. Mir ist auch mal ein Pferd auf dem Fuß gestanden und mir hat auch mal ein Pferd in mein Schienbein reingerammt, geschlagen, wie auch immer. Reitest du oder was? Nee. Ich war nur früher mal in auf so einem Ponyhof da. Ach so, und damals, als das Leben noch ein Ponyhof war, ja? Ja, damals, als ich noch in der Schule gut war. Ja, damals, als Mathe noch aus 1+1 bestanden, so. Ja. Ich habe noch ein Bild gefunden, und zwar im Supermarkt, wo halt gerade so dieses Tiefkühlfach ist, und da steht Pferdegerichte drauf. Ja. Okay. Ja. Also die Bilder, die, falls ihr euch fragt, die werde ich hier nicht zeigen dürfen, wegen Lizenzen und so. Also nicht wundern, deshalb können wir die jetzt gerade nur beschreiben. Wir haben die ja nicht selbst gemacht, also dürfen wir die nicht zeigen hier. Ich baue gerade das Dach, wie ihr gerade unschwer sehen könnt. Und wie ihr auch unschwer sehen könnt, ist die Zeit schon wieder fast um. Scheiße. Ja, ich glaube, wir machen dann noch eine Folge zusammen oder drehen die dann noch. Und dann gucken wir mal. Dann würde ich sagen, wäre es das für heute gewesen. Ich muss nachher nochmal telefonieren. Und ja, das sind jetzt erstmal ein paar Tage. Hast du Lust, irgendwann nochmal mit reinzukommen oder mitzulabern allgemein? Ja, gerne. Okay, also sie kann das hier nebenbei sehen, weil Bildschirmübertragung an ist. Müsste eigentlich gehen. Ich hoffe, es ist ganz unterhaltsam. Themenvorschläge könnt ihr allgemein reinschicken. Das heißt, man kann es auch jetzt in einer Männer- und Frauenrunde diskutieren, wie wir es vorhin hatten mit wann Fremdgehen zum Beispiel beginnt, auch so hoch, ich sag mal, anspruchsvolle Themen, die man allein nicht vielleicht so bringen kann, könnt ihr auch gerne raushauen. Bin ich gespannt drauf. Und so allgemein, ich denke mal, das war's dann von dieser Folge. Ich halte es kurz und knackig. Wir sehen uns demnächst und tschüssen. Tschüss.